Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video haben wir wieder einmal einen Vorstandsvorsitzenden zu Gast, nämlich Nico Bader von der Bader Bank. Hallo Herr Bader, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Gerne. Wir haben viele spannende Themen, aber vielleicht starten wir mal mit ein bisschen unüblich mit der Aktionärsstruktur. Ich finde das doch sehr schön, darauf hinzuweisen. Herr Bader, Sie sind nicht nur Vorstandsvorsitzender, sondern halten mit Ihrer Familie auch den Großteil der Aktien. Wir sehen das hier in der Grafik und es bedeutet natürlich auch, dass der Streubesitz bei der Gesellschaft gar nicht so hoch ist. Wir haben viele spannende Themen. Wir werden noch drauf schauen. Payment for Order Flow verboten, ganz großes Thema oder auch allgemein der Neo-Broker Boom. Bevor wir da aber in die Themen reinstarten, Herr Bader, können Sie uns die Gesellschaft zu Beginn in groben Zügen vorstellen? Ja, ganz gerne, Herr Petzelberger. Und zwar, also die Bader Bank gibt es jetzt knapp 40 Jahre. Wir sind insgesamt 440 Mitarbeiter, haben Standorte, die Zentrale sind unter Schleißheim im Norden bei München. Und wir sind entstanden als ein Börsenmakler vor 40 Jahren und haben uns als einer der wenigen dieser Börsenmakler weiterentwickelt zur Vollbank und können heute auch Konten und Depots führen. Und als Bank haben wir uns einfach spezialisiert auf alles rund um Wertpapier. Das geht auf der einen Seite los im Kapitalmarktbereich, wo wir Unternehmen bei Börsengängen begleiten, bei Kapitalmarkttransaktionen. Wir haben jetzt vor kurzem den einen oder anderen SPAC begleitet, haben auch schon Squeeze-Out-Verfahren gemacht, ne? Also wir sind auch schuld, wenn es die ein oder andere Aktie wieder weniger gibt am deutschen Börsenplatz. So, dann haben wir ganz normal das Market-Making-Geschäft, das ehemalige Börsenmakler-Geschäft, in dem wir groß geworden sind. Und dazu gibt's noch unser Kundengeschäft, wo wir sowohl für institutionelle als auch für Kooperationspartner wie ein Scalable oder ein Finanzen-Netbroker, wenn man das jetzt mal so in die Runde schmeißt, für manche einen dieser Neobroker heute die Handels- und Buchungsplattform sind. Und der Ansatz, sowohl Market Making als auch Kontodepotführung unter einem Dach, der ist so in Deutschland einzigartig. Und jetzt drumherum gibt es so ein bisschen Themen wie, wir machen Aktienresearch, covern ungefähr 600 Titel in Europa. Dann machen wir für institutionelle Kunden noch die ein oder andere Geschichte rund um Pre-Trade und Post-Trade, Anlagegrenzprüfung und solche Sachen. Aber es geht immer um das Wertpapiergeschäft. Da kennen wir uns aus, da fühlen wir uns wohl das ist das, was wir können. Und wenn jemand sagt, er braucht eine Baufinanzierung, dann sage ich immer, tut mir leid, habe ich keine Ahnung von, ich kann nur Wertpapier. Ja. Im Geschäftsbericht stand ja auch die Bank für den Kapitalmarkt, so herausstellend, sage ich mal, ein bisschen als Slogan. Wir wollen uns natürlich jetzt auf die Suche machen nach den Bereichen, die auch im letzten Jahr und auch dieses Jahr besonders dafür verantwortlich waren, dass die Erträge so stark angestiegen sind. Wir werfen hier auch mal einen Blick auf den Aktienchart und da sehen wir auch das, was ich gerade schon erwähnt habe. 2019 hatten wir noch einen Aktienkurs bei 1 Euro bis 1,50 Euro in dem Dreh und dann ging es richtig los bis auf über 10 Euro hoch. Wir sehen aber auch, dass das Ganze untermauert ist durch deutlich gestiegene Handelsumsätze, wo eben auch das Servicegeschäft eine große Rolle spielt. Herr Bader, Sie hatten es angesprochen, man ist hier für Kunden wie Scalable, Oscar oder Gratisbroker, also eine große Neobroker tätig. Vielleicht können Sie ein bisschen drauf eingehen, was genau macht Bader für diese Kunden und wie groß ist der Anteil dieser Neobroker? Also da fange ich mal so an. Also wir in der Kontodepotführung, da ist es so, dass man bei uns eigentlich als Retail-Anleger nur über einen Kooperationspartner ein Konto öffnen kann. Das heißt, wie Sie schon gesagt haben, über einen Scalable Broker oder über einen Finanzen Net Zero Broker und diverse andere. Die machen die ganze Online-Antragseröffnung, Strecken etc. Und wir tauchen ganz im Hintergrund auf als die Kontodepot-führende Bank mit Thema Einlagensicherung und was da alles eben dazugehört, wie bei einer normalen Bank.
Und so, und dann ist und die Konten werden quasi immer nur aufgemacht, um den Wertpapierhandel zu ermöglichen. Also wenn da jemand sagt, ich will da meine Miete von zahlen oder sowas, das gibt's bei uns alles nicht, sondern es geht immer nur ums Wertpapiergeschäft. So, und wenn die dann bei uns auf der Konto- und Depot-Buchungsplattform sind, dann wollen die alle handeln, weil deswegen haben sie das Konto aufgemacht. Und dann gehen diese Orders an verschiedene Börsenplätze. Manche Online-Broker oder Neo-Broker lassen nur einen oder zwei Plätze zu. Wir haben aber auch, ich sag mal, klassische Vermögensverwalter, die mit ihren Kunden zu uns kommen. Die handeln dann teilweise in der ganzen Welt. Und das ist das, ich sag mal, so kommen die Kunden bei uns auf die Konto-Depot-Plattform. So, und dann haben wir daneben noch die Handelsplattform. Dort gibt's auch sehr viele, und da sind wir auch Dienstleister für andere Online-Broker, für institutionelle Kunden, um einfach über uns an die verschiedenen Börsenplätze Orders zu routen. Da sehen wir quasi nur Orders, die von irgendeiner Bank XY kommen. Da wissen wir nicht, wer dahinter steht, und routen die Orders dann irgendwo hin. Und dann kommt eben dieses alte Börsenmaklergeschäft, dieses Market Making Geschäft, wo wir die Orderbücher an verschiedenen Börsenplätzen führen. Für uns einer der zentralen Plätze ist Getex. Also wir sind auch an der Börse Frankfurt, wir machen beispielsweise alle Auslandsaktien an der Börse in Stuttgart und sowas. Aber für uns der zentrale Platz ist Getex, unterm Dach der Börse München, eine regulierte Börse. Die meisten dieser Neo-Broker-Kunden schicken ihre Orders an diese Börse, wo wir dann als Market Maker aktiv sind und die Orders eben so gut wie möglich ausführen. Und dann werden die auch wieder auf den Konten und Depots der Kunden bei uns verbucht. Ja, so. Und dieser ganze Boom ist entstanden. Das ging los, also muss ich mal dazu sagen, das ging nicht mit Corona los, das ging vorher los. Man sieht es schon im Oktober 19. Ja, da haben die Umsätze angefangen anzuziehen, November, Dezember, von einem ganz niedrigen Niveau. Ja, also die Jahre 18, 19 waren in unserem Börsenmakler, in unserem Handelsgeschäft echt schlechte Jahre, muss man einfach so sehen. Und es hat dann angefangen, hat dann angezogen, und dann kam irgendwann im Frühjahr 2020, noch bevor Corona ein großes Thema war, gab es erstmal die große Ölkrise. Ne, falls sich der eine oder andere noch erinnert, als der Öl-Future auf einmal negativ wurde. Ne, da, so. Und das hat ein völliges Chaos an den Märkten ausgelöst, weil jeder gesagt hat, es kann es ja technisch eigentlich gar nicht geben aber wie Negativzinsen gibt es jetzt auch einen negativen Future-Preis. Also man gewöhnt sich so langsam an solche Sachen. Und dann kam das Thema Corona dazu. Und dann hat sich das fortgesetzt, auch in dem ganzen Zuge mit den Neo-Brokern, die da entstanden sind, Werbung gemacht haben, groß geworden sind, die Leute hatten mehr Geld übrig, weil sie es nicht mehr ausgeben konnten, Gastronomie war zu, reisen konnte man nicht mehr, und ganz wichtig, dieses Thema Negativzinsen auf der Einlagenseite beim Retail-Kunden, ja, ist immer weiter, hat eine immer größere Rolle gespielt. Das heißt, alle suchen nach Anlagemöglichkeiten. So, und da gibt es jetzt nicht viel, da gibt es Immobilien. Die meisten empfinden das im Moment als teuer. Ja, und ansonsten muss ich irgendwie gucken, wie ich mein Geld anlege. Und dann ist es eben im Moment nicht die Staatsanleihe, sondern eher irgendeine Aktie. So. Und das hält mit Höhen und Tiefen bis heute an. Da werden weiter jede Menge Konten aufgemacht. Und dann gibt's halt unterschiedliche Aktien, die mal in sind. Ja, haben wir auch noch ein Thema dann. Und das hält bis heute an. Und meine Voraussage ist, das hält so lange an, wie wir diese Negativzinsen beim Retail-Kunden auf der Einlagenseite haben werden. Ja.
Auf jeden Fall sehr spannend, auch so ein bisschen die Entwicklung der Baader Bank in den letzten ein, zwei Jahren zu hören, wie sie das ausgeführt haben. Vielleicht noch mal eine Nachfrage, das Servicegeschäft. Ist das für sich allein betrachtet auch profitabel? Also, dass man hier die Konten führt, wie für Scalable beispielsweise, oder verdient man dann erst hintenrum wieder richtig durch die gestiegenen Handelsvolumina, dadurch, dass man dann präferiert über Getex abwickelt? Also, es ist ein Zusammenspiel. Ja, also aus unserer Sicht das Entscheidende ist das Zusammenspiel. Das eine kann nicht ohne das andere. Ja, ja, so würde ich das sagen. Ja. Das heißt, die Regionalbörsen spielen ja dann auch weiterhin eine große Rolle. Also ich höre das so raus, dass beides, sage ich mal, eine gewichtige Rolle spielt. Darum vielleicht auch nochmal die Nachfrage bei den Neo-Brokern. Wenn wir jetzt Trade Republic nehmen, die wickeln ja ausschließlich über Lang und Schwarz ab. Also dadurch sind die Regionalbörsen ja eher so ein bisschen in Bedrohung, dass da die Handelsumsätze zurückgehen. Ist das eine Bedrohung für die Baader Bank oder überwiegen auch da eher die Vorteile, dass man eben auch direkt mit den Neo-Brokern zusammenarbeitet? Also es ist so, ich würde es mal so ausdrücken. Interessanterweise gibt es ein paar Regionalbörsen, die sich da positioniert haben. Ne? Also eine Börse Hamburg mit den Plätzen Lang und Schwarz Exchange oder Quotrix, die sind auf diesen 0-Euro-Plätzen unterwegs. Ja? Dann Tradegate in Berlin als größter Player und dann eben die Börse München mit Getex. So, die positionieren sich da. Die großen Verlierer in dieser ganzen Geschichte sind eigentlich die ehemals richtig großen Börsen, ja, wie Xetra, wie die Börse Frankfurt, wie die Börse Stuttgart. Das sind die eigentlich richtig Marktanteil verlieren. Und da sieht man, wie sich das, ich sag mal, ja, wie sich das Handelsgebaren und diese Handelswelt verschiebt. Ja, also muss man auch sehen, früher war es eine Welt der Online-Broker, die sich darüber versucht haben zu differenzieren, wer hat mehr Handelsplätze angebunden und wer bietet dem Kunden die immer noch größere Auswahlmöglichkeit. Ja, im Endeffekt ist es aber so, dass dem Kunden egal ist, ne, weil der will jetzt, ich sag mal, der will jetzt Tesla kaufen. Ja. Und ob der Preis jetzt ein Cent besser oder schlechter ist oder ob er die jetzt erstmal Dollar anschaffen muss, damit er die in Amerika kaufen kann oder so, das will der nicht. Ne? Der, was weiß ich, wo der gerade sitzt mit seinem Handy, ja, vielleicht in der S-Bahn. Ja, dann sagt er, nee, ich will Tesla jetzt haben, ja, und die will ich jetzt handeln. Ja, wie ist der Preis, passt für mich und tschüss. Ja, und das ist etwas. Das verändert sich gerade massiv, ja, und das haben, ich sag mal, da gibt's halt immer Börsen, die vorne weglaufen, und es gibt Börsen, die eher hinterherlaufen. Ja. Ja, Sie haben angesprochen die Neo-Broker, das kennt man ja so ein bisschen auch von Aldi, diese Zahnpasta oder dieser Zahnpasta-Effekt. Man macht keine 10, 20 Zahnpastas, weiß ich, wie man das sagt, zur Auswahl, ja, sondern nur zwei, ja, und die Kunden sind zufrieden. Letztendlich, das ist ja auch so wie Trade Republic es macht, ganz schlank, einfach und einfach nur, genau, dass man das direkt, ja, hier handeln kann. Ja, und das ist ja dann auch wieder das Modell, oder das hat ja auch damit zu tun, weshalb können diese Neo-Broker das auch, ich sag mal, diesen Handel so günstig anbieten, weil sie sich diese Infrastruktur mit Anbindung an 30 und 40 Börsenplätze, das Thema Einkaufen von Kursdaten von 30, 40 Börsenplätzen, das Ganze wieder im Frontend anzeigen. Ja, dann dieses ganze Thema Pre-Trade Aufklärungsthemen. Ne? Das muss ich ja für alle Plätze, für alles vorhalten. Und es ist furchtbar komplex geworden. Und viele von den Neo-Brokern nehmen einfach diese Komplexität raus. Ja, nehmen auch dadurch eine ganze Menge Kosten raus. Und können deswegen von Haus aus, würde ich sagen, das Ganze deutlich billiger anbieten, als es die etablierten Broker können. Ja, weil, ich sag mal, ein etablierter Broker wird sich jetzt schwer tun, irgendeinen Platz draus zu streichen, weil dann weiß er genau, da gibt's jetzt irgendwie ein paar, die handeln da immer gerne, und die weiß ich genau, die hängen jetzt dann gleich im Customer Care und beschweren sich da. Ja. Und
ja, da können die Neobroker einfach auf der grünen Wiese anfangen und sagen, hier, das gibt's. Wenn du das willst, kannst du es haben. Und wenn nicht, dann nicht, ja. Neobroker wie Trade Republic oder Scalable haben ja in diesem Jahr enorm viel Geld eingesammelt und die Mittel sollen besonders für die Expansion eingesetzt werden. Wir sehen es bei Trade Republic, wie viele Ländergesellschaften eröffnet werden, die Länder eingenommen werden sollen, hier sozusagen mit der App, die dann da relaunched wird. Die Frage, was für Auswirkungen hat das auf die Baderbank? Also kann man diese Expansion jetzt beispielsweise mit Scalable mitgehen? Führt man dann auch Depots von französischen oder holländischen Kunden? Wie läuft das ab? Also die, wir können Stand heute Konten und Depots nur nach deutschem Recht eröffnen und die Leute kriegen eine deutsche IBAN. Ja, so aus welchem Land die im Moment gerade ihre Konten eröffnen, das ist uns relativ egal. Natürlich gibt's den KYC-Prozess, der da entsprechend durchlaufen werden muss und der ist mit manchem Land einfacher und mit manchem Land komplizierter und ja, das ist völlig klar. Aber ich würde mal sagen, also wir haben heute Kunden aus ganz Europa und auch diverseste aus der ganzen Welt. Ja, das ist für uns jetzt nicht das große Thema. Und auf der Handelsseite, ja gut, da landen die wieder dort, wo bei denen, was der jeweilige Neobroker an Börsenplätzen anbietet, das kann der dann nutzen. Ja. Großes Thema sind dann natürlich immer die Steuerthemen, die für jedes Land unterschiedlich sind und die dieses Wertpapiergeschäft ja also zusätzlich kompliziert machen. Ja, aber auch dafür gibt es die eine oder andere Lösung, was man da machen kann, gemeinsam machen kann oder eben auch beschließt, weißt du was, das machen wir vielleicht nicht, darum muss sich der Kunde selber kümmern. Ja. Okay, also ich entnehme, Sie sind da positiv sozusagen mitwachsen zu können, auch bei der Expansion. Ja. Jetzt haben wir uns ein besonderes Thema aufgespart, Payment for Order Flow Verbot. Ja. Für alle Zuschauer, die sich jetzt sagen, Mann, was ist das denn für ein Wort? Wir blenden hier mal ein älteres Video von uns ein, das haben wir vor anderthalb Wochen aufgenommen, wo wir mal drauf eingehen, was ist das überhaupt, das einfach so ein bisschen thematisieren. Also gerne mal bei diesem anderen Video vorbeischauen. Jetzt natürlich die Frage, Herr Bader, Was für Auswirkungen hat dieses oder hätte es, wenn es kommt, muss man ja sagen, hätte dieses Verbot für die Baderbank? Also man muss ja sagen, das ganze Thema gibt es seit 20 Jahren. Der Regulator guckt drauf, der Prüfer guckt drauf, etc. etc. Ich sag mal, ich bin da relativ entspannt, weil es ist ein politisches Thema, das aus Amerika rüber schwappt und das in Amerika völlig anders gehandhabt wird als hier in Europa. Deswegen bin ich eigentlich ganz, ganz positiv gestimmt, dass es in der einen oder anderen Form tatsächlich bleiben wird. Das Thema Payment for Order Flow für uns als Haus ist so, ja, wir zahlen dafür, dass Order Flow an Börsenplätze kommt, an denen wir der Market Maker sind. Denn, je mehr Handelsvolumen auf einem Marktplatz ist, umso besser ist es für die Anleger und ist es für die Market Maker. Ja, das Problem ist eigentlich entstanden mit MiFID II, ja, weil es dort seitdem eine furchtbare Zersplitterung der Handelsvolumina auf noch viel mehr Börsenplätze gibt oder Handelstrading Venues heißt es heute so schön gibt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. So, und jetzt muss man irgendwie gucken, wie kommt man an diese Handelsvolumina, wie können Plätze das so machen, dass dort wieder möglichst viel gehandelt wird, weil je mehr Umsatz in dem Orderbuch ist, umso effizienter wird das Ganze. Wir zahlen dafür, dass Orders an bestimmte Börsenplätze geroutet werden. Und dort landen sie wieder in einem öffentlichen Orderbuch, in das jeder Handelsteilnehmer Orders einstellen kann. Und das läuft unter der Handelsüberwachung und die gucken drauf, dass jede Order gleich behandelt wird, etc. etc. Also das ist alles nichts Neues. So, für uns kann man jetzt sagen, wenn ich nichts für Orders zahlen müsste, die da kommen, ja, dann verdient der Bader da mehr dran. Ja,
kann so sein, weiß ich, ob dann dieser Order Flow noch so kommt. Ich weiß es nicht, ja. Also wir können mit Payment for Order Flow leben, wir können ohne Payment for Order Flow leben. Aber eins ist klar, die im Moment dafür lobbyieren, dass es Payment for Order Flow nicht mehr gibt, ja, das sind die etablierten Börsen, ja, die hier quasi jeden Tag Marktanteil verlieren. Die werden diesen Order Flow nicht zurückgewinnen, weil die sind immer noch in ihrer alten Gebührenwelt, ja, und auch später, wenn es Payment for Order Flow nicht geben würde, wird es genügend Kunden geben, die sagen, ich zahle nicht 5,95 Euro oder 4,95 Euro für eine Xetra-Order, nur damit ich von 9 Uhr bis 17.30 Uhr da handeln kann, ja. Das mache ich nicht, wenn ich an einer anderen Börse wie auf GetEx für 0 Euro handeln kann. Also dieser Orderflow, glaube ich, wird nicht wieder weggehen. Das heißt, es ist ein, ja, wie soll ich sagen, was bedeutet das für uns? Ist schwierig, ist ehrlich gesagt, ist schwierig einzuschätzen, ja. Aber ich glaube, dass diejenigen, die sich ausrechnen, dass sie, wenn es es nicht gibt, wieder mehr Geschäft machen, die, glaube ich, die schneiden sich. Ich denke, ein klares Statement, wir als SDK sehen das Thema ja auch eher kritisch. Die außerbörslichen Handelsplätze sind mittlerweile einfach so effizient und haben so viele Vorteile für den Privatanleger gebracht. Ja. Unter anderem auch durch Baderbank, durch GetEx. Aber jetzt, klar, müssen wir auch erstmal schauen, ob das Verbot überhaupt kommen wird. Genau. Also was vielleicht ein kleiner Einwurf, ja, was echt gut wäre, ja, das kommt auch über dieses Thema MiFID Review, heißt Consolidated Order Tape, nämlich dass endlich mal alle Handelsgeschäfte, die getätigt werden, auch mal alle öffentlich werden. Ja, das ist für mich eine Grundlage, wo ich sage, passt mal auf, arbeitet mal da dran, lieber Regulator, dass das alles öffentlich wird, und dann kann jeder für sich beurteilen, ja, war denn meine Order, die da ausgeführt wurde zu dem Zeitpunkt, war der Preis da okay oder war der nicht okay? Aber solange das intransparent ist, ja, ist diese ganze Diskussion eigentlich mehr oder minder hinfällig, ja. Herr Bader, ich denke, wir können festhalten, da haben wir einen großen Konsens auch zu uns als SDK, wie wir das Ganze sehen. Und jetzt können wir den Ball ja einfach mal auch zu den Zuschauern spielen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren eure Ansicht wissen lasst. Wie beurteilt ihr dieses ganze mögliche Verbot hier, was im Raum steht, und natürlich auch die Bader Bank? Herr Bader, vielen Dank, dass Sie heute auf unserem Kanal waren, und weiter gutes Gelingen. Gerne. Herzlichen Dank. Wir bemühen uns. Petzelberger, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.